Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Götterdämmerung. Wir haben mit Hubertus Frau jetzt alles erledigt. Ah, da ist der Ausgang. Und wollen jetzt zurück nach Vanguard mit ihr, die Eskorte. Aber haben jetzt auch endlich mal eine vernünftige Rüstung. Ich hoffe, das ist wirklich die beste Rüstung im Game. Das Spiel ruckelt aber gerade sehr viel. Es tut mir wirklich leid, wenn das Spiel so ruckelt. Ich weiß nicht, was ich machen kann oder so. Ich habe auch insgesamt jetzt von der heutigen Aufnahme nur vier Frames verloren. Aber das war auch nur Renderverzögerung und so. Aber das ist jetzt nicht von der... Nicht von dieser Aufnahme, sondern von der ganzen Session. Kann man sagen. So, die kommt hinterher. Ich speichere vielleicht noch einmal. Und dann hätten wir eigentlich nur noch die eine Aufgabe mit diesen Deserteuren. Ansonsten hier nirgendwo. Die Rüstungsteil des geheimnisvollen Fremden. Ah ja, das auch noch. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich jetzt für den geheimnisvollen Fremden sonst hin muss. Töte die Deserteure. Sorge Informationen für die Diebesgilde. Ich spreche mit Hans nahe Vengards Stadttor. Sonst habe ich hier gar nichts. So, dann halt nur noch zurück jetzt nach Vengard. Die Frage ist nur, wo soll ich jetzt die Deserteure finden? Achso, einmal vielleicht was trinken. Warte mal, wird es gerade... Es wird schon dunkel, es ist schon Abend. Einmal kurz speichern. An denen müssen wir vorbei. Beziehungsweise ich renne mal durch. Okay, die lassen die Frauen ruhig. Gut. Vanguard scheint aber auch wirklich die das einzige hier zu sein, das wirklich wie eine Stadt aussieht, statt wie so ein Dorf oder so. Ich glaube, das ist auch die einzige Stadt. Faring ist eigentlich eher eine Burg, eine Festung. Alles andere sind hier eigentlich eher Dörfer. So, einen Moment. Erstmal gucken. Ist er Hans? Nein, er ist nur eine Wache. Er ist auch nur eine Wache. Ein Bürger. Ein Händler. Bist du Hans? Ein Paladin. Ein Paladin? Paladin. Hans! Hallo. Was führt dich hierher? Ich habe einen Plan, um Myrtana den Frieden zu bringen. Warte mal, der Stuhl. Warum lachst du da? Warum lachst du da? An dem Tag, an dem in Myrtana Frieden herrscht, ziehe ich mir ein Röckchen an. Es gibt keine Hoffnung für Myrtana. Doch, ich bin diese Hoffnung. Das haben andere auch schon behauptet. Und was ist mit ihnen passiert? Das ist noch lange kein Grund aufzugeben. Dann gib du mal nicht auf. Ich werde in der Zwischenzeit dann Vater, Großvater und Urgroßvater. Nur mal so aus Neugier. Wie sieht denn dein Plan aus? Erstmal müssen wir Gorn unterstützen. Zuerst mal müssen wir Gorn unterstützen. Gorn? Der taugt auch höchstens als Hofnarr. Ich hau dir gleich aufs Maul. Rede, oder ich schlitze dich hier und jetzt auf. Ganz einfach. Ich bin ein Krieger und ich will Myrtana den Frieden zurückbringen.
Das ist möglich. Wir müssen nur Gorn unterstützen. Wenn der Myrtaner irgendetwas bedeutet, begräbst du deinen Hass und hilfst Gorn. Was redest du da? Wir sollen an der Seite eines Mannes kämpfen, der keine Ehre hat und nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist? Es kann keinen Frieden mit Gorn geben. Eher würde ich meine Seele verkaufen, als dass ich mein Schwert in die Dienste dieses Dreckskerls stelle. Wenn ich könnte, würde ich seinen Kopf auf einen Speer spießen und ihn mitten in Myrtana aufstellen. Pass auf, was du sagst, Paladin. Deine Hasstiraden gehen mir langsam auf die Nerven. Pass auf, was du sagst, Paladin. Deine Hasstiraden gehen mir langsam auf die Nerven. Tun die wirklich. Und du pass auf deine Ideen auf. Du scheinst schon nicht mehr ganz richtig im Kopf zu sein. Es haben schon viele vor dir versucht, Myrtana den Frieden zu bringen. Manche hatten völlig verrückte Ideen, aber sie sind alle gescheitert. Die Schwachen genauso wie die Mächtigen. Und dann kommst du an mit diesem hirnrissigen Vorschlag. Wo ist der Krieger, der Roba getötet hat? Wo ist der Krieger, der den untoten Drachen besiegt hat? Hier, ich bin das. Haben seine Bemühungen irgendwas gebracht? Wo ist er jetzt, dieser mächtigste Krieger aller Zeiten? Er steht vor dir. Was? Ich war es, der Roba getötet hat. Und ich war es auch, der den untoten Drachen besiegt hat. Und ich werde der sein, der deinen Kopf auf einen Speer spießt und mitten in Myrtana aufstellt. Ich... Du bist eine Schande für dieses Land. Bitte verzeih mir. Ich wusste nicht... Ich werde meine Zeit nicht weiter mit dir verschwenden. Ich sag dir nur eins. Es werden Veränderungen kommen. Und auch du wirst dich ändern müssen. Also, warum hält sich eigentlich Lee raus? Hält sich Lee aus dem Krieg raus? Lee will seinen Leuten die Schrecken des Kriegs ersparen. Es wird viel Blut vergossen. Sollte Lee nicht versuchen, den Krieg auf friedliche Weise zu beenden? Es ist an Gorn und Taurus, der Sache ein Ende zu machen. Würde sich Lee einmischen, müsste er sich möglicherweise für eine Seite entscheiden. Und dann würde er in den Krieg hineingezogen. Und das will er unbedingt vermeiden. Also hilfst du mir jetzt oder nicht? Ja, das werde ich. Danke. Mach's gut. Okay, Frau von Hubertus, wir gehen. Hör bloß auf mit der Scheiße. Der ging mir aber auf den Sack hier, der Hans. Theodor mag uns immer noch nicht, also er ist uns immer noch misstrauisch gegenüber. Ich frag mich, woran das liegt. Was willst du? Hier sind wir. Gut. Okay. Ich gehe dann mal. Hubertus Brau verlässt die Gruppe. Hast du zu viel Zeit? Ich rede dann nochmal mit Lee. Wenn dir die Sache so wichtig ist, wieso bist du dann noch hier? Ich war doch da! Ich habe die Paladine überzeugt. Ausgezeichnet. Wie hast du das geschafft? Das erzähle ich dir später. Wir haben schon viel zu viel Zeit verloren, weil du nichts unternehmen wolltest. Ich weiß. Es tut mir leid. Wenigstens einer, der sich mal entschuldigt dafür. Mach deine Truppen bereit. In Ordnung. Wir haben noch eine vorgeschobene Einheit, die auch informiert werden muss. Gibst du Hauptmann Hans Bescheid? Okay. Okay, mache ich. Vorbereitung zur Abreise nach Gotha. Gehen die dann wirklich alle dann nach Gotha? Speicher nochmal. Und führen wir dann wirklich aktiv Krieg gegen Taurus? Wo war Hans nochmal? Ne, der Tor war... Was hätte ich dir vorher sagen können? Hier. Verwirrt mich immer noch ein bisschen hier. Paladin. Wo ist jetzt Hans? Paladin. Hans da.
Mach deine Leute bereit für den Kampf. Mach deine Leute bereit für den Kampf. Du sollst deine Männer sammeln und sofort zu Lee stoßen. Verstanden. Braucht er sich erstmal eine? Hans? Muss ich jetzt vielleicht zuerst zu Lee gehen? So, Lee? Hauptmann Hans wird mit seinen Männern zu dir stoßen. Wir müssen uns beeilen. Hauptmann Hans wird mit seinen Männern zu dir stoßen. Wir müssen uns beeilen. Ja. Und wir brauchen noch mehr Truppen. Sag deinen Magiern, dass sie uns begleiten sollen. Ich werde dem obersten Magier gleich Bescheid geben. Dafür ist keine Zeit mehr. Du musst sofort nach Gotha aufbrechen. Ich werde mit dem Feuermagier reden. Wie heißt er? Wie heißt er? Emmanuel. Kann er uns helfen? Vielleicht. Er ist ziemlich klug. Okay, dann mache ich mich mal auf den Weg. Okay, Manuel ist oben, das weiß ich. Emmanuel? Wir sind im Krieg, Magier. Lee. Wir sind im Krieg, Magier. Lee. Ihr werdet mich in Gotha nicht brauchen. Wie bitte? Was auch immer heute geschehen wird, wird geschehen. Nichts wird daran etwas ändern. Ich habe keine Zeit für solche Spielchen. Was meinst du damit? Der Ausgang der Schlacht hängt allein von dir ab. Weder meine noch Lees Anwesenheit kann daran etwas ändern. Wie kommst du da drauf? Manche unter uns wissen, dass derjenige, der sich gegen Xardas gestellt hat, unser Schicksal bestimmen wird. Ganz gleich, ob nun zum Guten oder zum Schlechten. Und wer unter euch Magiern weiß davon? Wer unter euch Magiern weiß davon? Das ist unwichtig. Wichtig ist allein, dass wir uns dieser Prophezeiung nicht entgegenstellen werden. Ihr wollt uns also nicht helfen? Wir wollen, dass sich das Vorherbestimmte ohne unsere Einmischung entfalten kann. Und wer hat das vorausgesagt? Wer hat das vorausgesagt? Xardas selbst. Wenn Xardas das vorhergesehen hat, warum hat er mir da nichts davon gesagt? Die Welt ist größer als das, was wir mit unseren Sinnen erfassen können. Xardas wusste nicht alles. Das wussten nicht mal die Götter. Warum glaubst du, dass ich etwas mit Xardas Verschwinden zu tun habe? Warum glaubst du, dass ich etwas mit Xardas Verschwinden zu tun habe? Du weißt besser als jeder andere, dass Xardas kein gewöhnlicher Magier war. Allein in seiner Gegenwart zu sein, verstärkte die eigenen Kräfte. Als du gegen Xardas gekämpft hast, wurde ein Teil seiner magischen Kraft freigesetzt, fiel auf dich herab und blieb an dir haften. Ich kann diese Energie an dir erkennen. Okay, kann ich diese Energie benutzen? Kann ich diese Energie benutzen? Nein, denn es ist nicht deine Energie. Warum habe ich noch nie etwas von dieser Energie gespürt? Sie ist wie ein feiner Staub, der an deiner Haut klebt. Sie hat keinerlei Wirkung auf dich. Okay, werde ich diese Energie irgendwann wieder los? Nein, sie ist wie eine böse Tat. Sie wird dich für den Rest deines Lebens begleiten. Habe ich einen Fehler gemacht? Das wird sich noch weisen müssen. Das Ergebnis deiner Handlungen zeigt sich erst jetzt. Aber genug gefragt. Du musst dich auf den Weg nach Gotha machen. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Sind wir uns vielleicht schon mal begegnet? Das könnte sein. Aber damals hättest du mich wohl nicht wahrgenommen. Ich sollte dich jetzt verlassen, Magier. Wo soll ich Ihnen mal begegnet sein? Was war das denn jetzt für eine Aufgabe? Aussage? Okay, Lee ist schon weg. Gehen die Paladine auch? Ne, das sind die Speer.
Wer von denen geht jetzt alles? Wie viele gehen jetzt nach Gotha? Theodor, kommst du mit? Aber wo sind unsere anderen Freunde jetzt? Also Milton, Lester und Diego. Wo ist Laris? Laris vermisse ich auch. Ich gehe mal da lang. Waren das jetzt nur die, die jetzt gegangen sind? Ich benutze mal einen Teleportstein. So, Vanguards Quest werde ich wahrscheinlich nicht erfüllen. Halt! Keinen Schritt weiter! Wie jetzt? Keinen Schritt weiter! Noch einen Schritt in dieser Richtung und du kannst was erleben! Hallo? Schafft die Truppen. Ich soll dem Feuermagier Immanuel Bescheid geben, dass Lees Truppen auf dem Weg nach Gotha sind. Danach muss ich zu Lee und den Truppen nach nahe Gotha gehen und sie zu Gorn bringen. Oh. Habe ich hier was, um nach Vanguard wieder zurück? Faring wäre näher. Ich habe zweimal Redok. Hier Faring. Was war mit dem los, dass er mich nicht durchlassen wollte? Ich durfte durch. Das ergab für mich gar keinen Sinn gerade, wirklich. Okay, also sind die wahrscheinlich dann vor den Stadttoren. Lee und so. Jetzt bin ich gespannt, ob dann jetzt eine hübsche kleine Armee wartet. So, noch ein Energy. Hä? Wo warten die? Als wenn das so einfach wäre. Ernsthaft, wo warten die? Vor welchem Stadttor? Ist dann jetzt die Frage. Dem da? Am besten du hältst dich da raus. Schafft die Truppen nach Gotha. Ich soll dem Feuermagier Immanuel Bescheid geben, dass Lees Truppen auf dem Weg nach Gotha sind. Danach muss ich zu Lee und den Truppen nahe Gotha gehen. Und sie zu... Ah, okay.
diesen Nahegoter irgendwo. Also irgendwo hier. Hier ist Gabriel. Chillen die hier? Oder auf der anderen Seite? Also ich sehe jetzt hier nirgendwo Lee. Das hätte ich dir vorher sagen können. Hör bloß auf mit der Scheiße. Das gibt doch nur wieder Ärger. Ist die da hinten irgendwo? Ich mach mal eine Fackel an. Okay. Der mystische Wanderer. Du hast die Dinger. Da hast du die Dinger. Ich werde die Teile, die du gefunden hast, zusammenfügen. Denk daran, du bist nur einer von vielen, gestaltet von der Masse. Du hast es nicht alleine bis hierher geschafft. Doch, das habe ich. Was du zu wissen glaubst, ist deine Entscheidung. Was hat er jetzt vor damit? Da sind die, alle. Lee. So, folge mir. Folge mir. Gut. Okay, eine hübsche kleine Armee. So, wenigstens haben wir dem jetzt schon mal die Teile gegeben. Ich habe keine Ahnung, wofür wir die brauchen. So, jeder eine lässt uns jetzt nicht nochmal durch. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. So, schaffen die's? Ich gehe mal von aus, dass sind noch alle da. Halt, kein Schritt weiter. Ach, halt's Maul. Noch einen Schritt in dieser Richtung und du kannst was erleben. Was ist sein fucking Problem? Wo muss ich die jetzt genau? Schaff die Truppen nach Gotha. Und sie zu Gorn bringen. Die sind jetzt alle hier. Gorn? Bitte sag mir jetzt nicht, dass das Spiel jetzt hier verbuggt ist. Warte hier. Warte hier. Sicher. Lee wartet. Hans? Warte hier. Sicher. Also die anderen sollen mal ein bisschen näher kommen. Warte hier. Sicher. Hat Lee mal gesagt, was er von Taurus hält? Lee erzählt uns nur dann seine Meinung, wenn es unbedingt nötig ist. Okay, warte hier. Warte hier. Sicher.
So, ich habe so das Gefühl, vielleicht fehlt noch einer. Hat Lee mal gesagt, was er von Gorn hält? Lee behält seine Ansichten für sich. Warte hier. Sicher. So, wer folgt uns noch? Wer da? Was hält Lee von dem Krieg? Ganz einfach. Er bedauert es zutiefst, dass in Myrtana wieder Krieg ausgebrochen ist. Okay, warte hier. Warte hier. Sicher. So, wer fehlt noch? Sind jetzt alle da, oder wie? Haben Gorns Leute euch um Unterstützung im Krieg gebeten? Nein, noch nicht. Aber wenn sie für eine gerechte Sache kämpfen, werden wir sie gern unterstützen. Was denkst du über Gorns Armee? Das sind doch alles nur Bauern. Wie kommst du darauf? Man muss sich doch nur mal anschauen, wie sie kämpfen. Ohne nachzudenken, ohne Geschick. Ein ungeordneter Haufen, nichts weiter. Aber sie haben viele Schlachten gewonnen. Macht sie das nicht zu guten Kämpfern? Man kann einen Kuchen entweder anständig mit einem Messer teilen oder ihn mit den Fingern in sich hineinschaufeln. Gorns Leute benutzen die Finger, wir nicht. Warte hier. Sicher. Okay, der muss noch warten. Würdest du gerne in die Schlacht ziehen? Ja, aber Lee hat das verboten. Warum? Warum? Er möchte nicht, dass Vanguard in den Krieg hineingezogen wird. Für welche Seite würdest du dich entscheiden? Für die, die für eine gerechte Sache kämpft. Okay, warte hier. Warte hier. Sicher. So, wer bewegt sich noch? Nur noch der hier? Was weißt du über Gorn? Was weißt du über Gorn? Wir haben gehört, er soll ein starker Krieger sein. Und schon oft Seite an Seite mit dem gekämpft haben, der den untoten Drachen erschlagen hat. Weißt du irgendwas über Gorns Armee? Nein, wir haben nicht viel über sie gehört. Kannst du mir was über Taurus Leute sagen? Kannst du mir was über Taurus Leute sagen? Es heißt, sie sollen wilde Viecher zähmen und für die Schlacht abrichten. Und was für Viecher? Und was für Viecher? Keine Ahnung. Das weiß keiner so genau. Trolle, Snapper, vielleicht auch Wölfe. Würdet ihr auch mit solchen Biestern fertig werden? Natürlich. Wir werden mit jedem Gegner fertig. Warte hier. Sicher. So, wie viele sind dort noch? Okay, jetzt warten sie alle. Ich guck mal, ob ich irgendwo irgendjemanden vergessen habe, der nicht hinterhergekommen ist. Es gibt doch nur wieder Ärger. Wenn er so weitermacht, halt! Keinen Schritt weiter. Ach, halt die Fresse. Noch einen Schritt in dieser Richtung und du kannst was erleben. Ich habe dich erwartet. Wenn er so weitermacht, ich spreche keinen Namen. Und geh wieder. Denn der eine hat nur Zeit für alles. Danke mir nicht. Denn die Zukunft kann die guten Taten von heute in ihr Gegenteil verkehren. Und du wirst auch ewig an der Schuld deines Feindes stehen. Denn er hält dich in seiner geschlossenen Hand. Verstehe. Bis dann. Schlüsselteil erhalten. Richtig, aber trotzdem geht das so nicht weiter. Da war ja was, stimmt. Ich guck trotzdem eben, ob hier nicht irgendwer noch fehlt, der nicht hinterherkam. Ansonsten habe ich keine Ahnung, was ich hier jetzt noch machen sollte, könnte. So, Truppen nach Gotha. Ich sollte im Feuer mal Truppen nach Gotha gehen und sie zu Gorn bringen. Ich habe sie zu Gorn gebracht, aber warum funzt das nicht? Sind doch alle eigentlich da. Die alle chillen jetzt dabei Gorn im Schlafzimmer. Halt! Keinen Schritt weiter.
So, ich bring dich weg. Ich bring dich weg. Gut. Ich bring dich weg. Gut. So. Nein, ich will mit Lee. Ich bring dich weg. Gut. Ich bring dich weg. Gut. So, den da? Ich bring dich weg. Gut. Der andere Paladin dahinter? Ich bring dich weg. Gut. Ich bring dich weg. Gut. So, ich bring dich weg. Ich bring dich weg. Gut. Ich bring dich weg. Gut. So, ich hab jetzt alle, oder? Lee? Hä, warum? Wir sind doch hier bei Gorn. Ich will nicht mit dem Paladin reden, ich will mit Lee reden. Wo muss ich mit denen hin? Pass auf dich auf. Halt, keinen Schritt weiter. Richtig, aber trotzdem geht das nicht so weiter. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Ich habe keine Ahnung, wo ich mit den Leuten jetzt hin muss. Gefällt mir das ganz und gar nicht. Irgendwann ist doch das vorbei. Also habe ich nicht. Glaubst du wirklich? Ich glaube, ich will das gar nicht. Hören. Einige Dinge werden sich nicht lassen. Hallo, wir sind gekommen, um Gorn zu sprechen. Lee und seine Paladine stehen bereit, Gorn im Kampf beizustehen. Bleib hier, bis Gorn und seine Truppen ankommen. Sie sollten bald hier sein. Ich werde hier warten. Nein, du kannst gehen, um nach ihnen zu sehen. Aber Lee und seine Truppen müssen aus Sicherheitsgründen hier bleiben. Gut, ich werde nun zu Gorn gehen. Das hat uns gerade ernsthaft? Es gibt doch nur wieder Ärger. Ich musste mit Errol reden. Lee steht mit seiner Armee vor Gotha. Lee steht mit seiner Armee vor Gotha. Ich habe noch eine letzte Aufgabe für dich. Ich habe einen Spion in Trelis. Sein Name ist Osh. Er konnte sich als Verwalter bei Torus einschleichen. Ich will, dass du ihn hierher zurückbringst. Okay, ich mache mich gleich auf den Weg. Okay, ich mache mich gleich auf den Weg. Gut, und sei vorsichtig da draußen. Du auch. Wie soll ich Osh beweisen, dass du mich geschickt hast? Es gibt eine Erkennungsparole. Die Wälder von Gotha stehen in der Sonne Glut seit ewigen Zeiten, getränkt mit der tapferen Krieger Blut. Das werde ich mir niemals merken. Das ist so kompliziert. Das ist viel zu kompliziert. Also, wie soll man sich sowas merken? So, aber ich gehe mal irgendwo pennen. Was ist denn? Ich hau mich. Was ist los? Ich will das Bettchen nutzen. Haben die jetzt die ganze Nacht wegen mir gestanden oder wie? So, ich speichere nochmal und dann auf nach Trelis. Holen wir Osh da wieder raus. Warte mal, in Khabtun war doch auch noch einer, der zu Gorn gehört. Muss der nicht auch noch wieder zurückgeholt werden? Wie hieß der nochmal? Der hat auf jeden Fall einen Namen. Und wollte immer wieder, dass ich irgendwie nicht erwähne, so...
dass ich ihn gesehen habe. Habe ich nicht einen Teleportstein nach Treles? Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. Treles, hier. Richtig, aber trotzdem geht das. So, Osh, wo bist du denn? Wo ist Osh? Ist er hier? Ich muss mit Osh reden. Hast du ihn gesehen? Ich muss mit Osh reden. Hast du ihn gesehen? Da bist du wahrscheinlich zu spät. Er wurde heute Morgen festgenommen. Warum das? Er soll ein Verräter sein, der für Gorn spioniert hat. Ich vermute, sie werden ihn hinrichten. Wo haben sie ihn hingebracht? In das Gefangenenlager von Treles. Wo ist Taurus? Taurus hat die Stadt vor einer Weile verlassen. Ich weiß nicht, wo er hin wollte. Okay, Taurus ist nicht da und Osh ist jetzt im Gefangenenlager. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier abgeht. So, da ist er, Gefangenenlager. Da müsste jetzt auch schon dann sein. Macht einen eurer großen Ärger, dann tötet ihn. Die Morras sind schwach. Wir du musst weiter. Zeigen, was stark ist. Ich brauche Ruhe, Sie brauchen einen starken Herrscher. Wir sind die Hand, die sie füttert. Sklave, Sklave. Ist das nicht das Gefangenenlager? Lasst andere zusehen. Die feigen Morras verstecken sich in den Wäldern. Sollen sie rauskommen? Du hast noch zu tun, da bin ich mir sicher. Sich offen zeigen, einen ehrenvollen Kampf. Die Morras in den Wäldern kämpfen feige und hinterhältig. Ich will den Todesstoß lernen. Zeigt den Morras, was falschen andere niederschlagen kann. Ein Todesstoß. Dazu bist du noch nicht bereit. Okay. Ich glaube, ich brauche hier nichts mehr. Wenn ein Morra Ärger macht, schlagt ihn nieder und vergesst nicht, ihn auszuplündern. Macht ein Morra großen Ärger, dann tötet ihn. Wo ist das Gefangenenlager hier? In Treles? Lass mich in Ruhe. Was willst du? Na jetzt, Enza, wo muss ich hin? Garant? Du hast noch zu tun, da bin ich mir sicher. Lass mich in Ruhe. Wir reden gerade. Ist das dein Ernst? Nehme ich mal mit. Wo ist Osh? Also wo ist das Gefangenenlager? Von Treles. Die Morras haben keine Ehre. Das ist der Sinn. Kann mir das irgendwer sagen? Oder ist das da das Gefangenenlager?
Nabelia-Tempel da vorne. Halt! Keinen Schritt weiter! Mach dich nützlich, Morra! Ich frag mich jetzt wirklich, Übrigens, das frage ich mich auch. Warum ist der Haupteingang zum Tempel, also das hier, auf der Rückseite? Also Richtung Stadtmauer statt ins Zentrum der Stadt. Gibt doch gar keinen Sinn. Gewähre mir das höchste Wissen der alten Magie. Was kann ich hier machen? Nochmal Blitzbeschwören, Armee der Finsternis. Seelenwanderung? Nee. Ich glaube, Innos, Belia, Adonos, die können mir nichts geben. Lass mich. Muss ich vielleicht zurück nach Gotha und Gorn davon Bescheid sagen? Damit Osh wieder spawnen kann. Ein gutes Feuer. Hast du nichts zu tun? Kümmer dich besser um deinen Kram. Ich werde mich ausruhen. Ja, mach das. Ich suche in der Zeit... Ich suche in der Zeit Osh. Ich glaube, hier... Ich hätte das eigentlich schon längst vielleicht lernen müssen, dass wir wahrscheinlich hier jedes Mal einmal wieder zurück dürfen. Einmal Bescheid sagen, dann wieder hierhin. Hauptsache, die Zeit wird gestreckt. In die Länge gezogen. So, dann sagen wir mal Gorn Bescheid. Osh ist momentan gefangen. Am besten du hältst ihn mal aus. So, Gorn? Nee. Vanguard, Faring. Osh soll zu Gorn kommen. Sollte ihn wahrscheinlich in der Nähe von Trelis. In der Nähe. Einzige, was ich mir das dann vorstellen könnte, was vielleicht als Gefangenenlager dann umgedingst werden könnte. Wäre das eine alte Tempel da? Wir führen die Morgen so. Eine neue Zukunft. Vielleicht ist er dort? Denn das hier sieht ja nach einem Lager aus. Du hast noch zu tun, da bin ich mir sicher. Halt! Keinen Schritt weiter! Halt! Keinen Schritt weiter! Einen Schritt weiter. Zu schwer. Halt! Keinen Schritt weiter! Ich speichere nochmal. Noch einen Schritt in diese Richtung und du kannst was erleben. Du hast es so gewollt.
Da ist Osch. Ich befreie ihn jetzt mal. Wenn die Orks hier alle... Du warst... Da! So. Einmal looten. Dann befreien wir Osch. Machen hier erstmal den ganzen Weg frei. Ich speichere nochmal. Halt! Keinen Schritt weiter! Noch einen Schritt in diese Richtung und du kannst was erleben! Du hast es so gewollt. Da! So. Da! Mist! Scheiße. Okay, das war jetzt lustig. Beide auf einmal gleichzeitig getötet. Das fand ich jetzt lustig. Aber wir befreien dann jetzt mal Osch. Noch. Du hast war's mit dem und er jetzt auch nicht. So. Die dürften jetzt auch nicht mal petzen oder so. Wir gehen jetzt so oder so wahrscheinlich in den Krieg gegen Taurus. Und speichern. Die wird eh keiner vermissen. Hi Osch! Hallo Osch! Oder warum hat Gorn Taurus angegriffen? Warum hat Gorn Taurus angegriffen? Das weiß wohl nur Gorn. Will Gorn Treles erobern? Will Gorn Treles erobern? Oh nein! Warum hat er die Stadt dann angegriffen? Warum hat er die Stadt dann angegriffen? Hat Taurus ihm Ärger gemacht? Pass gefälligst auf, wie du über Taurus redest, klar? Warum bist du so sicher, dass Gorn Treles nicht erobern will? Warum bist du dir so sicher, dass Gorn Treles nicht erobern will? Ich wollte nur sagen, dass Gorn einfach kämpft, um zu kämpfen. Und nicht, weil er Städte oder Länder erobern will. Hallo Osch. Hallo Osch. Was? Wer bist du? Gorn schickt mich. Woher weiß ich, dass du wirklich von Gorn kommst? Die Wälder von Gotha stehen in der Sonne Glut. Seit ewigen Zeiten getränkt mit der tapferen Kriegerblut. Ah, sehr gut. Hier, das sind Informationen über Taurus' Pläne. Bring sie sofort zu Gorn. Warte mal. Die Orks haben vor ein paar Tagen einen Feuermagier gefangen genommen. Ich bin mir sicher, dass er der Schlüssel zu Taurus Plänen ist. Rette ihn. Und bring ihn zu mir. Okay, dann bist du. Bis dann. Ein Feuermagier in Not? Dieser wird wahrscheinlich in einem der Tempel bei Treles festgehalten. In einem der Tempel? Oder da ist ja nur ein Tempel. Welcher Tempel könnte es denn wohl sein? Okay, aber hier haben wir schon mal
befreit. Also erst den Feuermagier retten oder zuerst zu Goron? Wie viele Punkte haben wir? 30 Lernpunkte. Macht ein Mora großen Ärger, dann tötet ihn. Die Mora sind schwach. Wir müssen ihnen zeigen, was Stärke ist. Also es gibt hier nur den einen Tempel. Ich guck mal, ob wir das auf friedliche Weise vielleicht machen können. Halt! Keinen Schritt weiter! Ich guck mal, gibt's hier vielleicht einen, mit dem wir reden können? Einer mit einem Namen? Tempelwache? Halt! Keinen Schritt weiter! Auch Tempelwache? Okay. Halt! Keinen Schritt weiter! Glaubst du, Thoros kann Gorn besiegen? Glaubst du, Thoros kann Gorn besiegen? Keine Ahnung. Wer ist dieser Gorn? Kommt Thoros manchmal hier vorbei? Nein, nie. Warum stellst du so viele Fragen? Los, verschwinde! Lass mich in Ruhe. Ich hab da eine Idee, warte mal. Mir jetzt gespeichert. Was kann denn schon groß passieren? Halt! Keinen Schritt weiter! Noch einen Schritt in diese Richtung und du kannst was erleben. Ganz wie du willst, Mora. Okay, ich lock ihn mal nach draußen. Glaubst du wirklich? Bleib stehen, Mora. Ja, komm. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Ausgerechnet mit der Armbrust muss er jetzt kommen. Haben wir jetzt schon mal aus dem Verkehr gezogen. Das heißt, ich kann dann jetzt eigentlich rein theoretisch in den Tempel rein. Und es kommt noch schlimmer. Hier ist er jetzt frei. Und was passiert hier? Wir sind drin auf jeden Fall. Halt! Keinen Schritt weiter! Da ist der Feuermagier. Noch einen Schritt in diese Richtung und du kannst was erleben. Du hast es so gewollt. Ich lock ihn mal ein bisschen weiter dahin. Stehen bleiben, Mara! Na komm hier hin. Hier können wir kämpfen. Oh, ah.
So. Ich glaube, seinen Scheiß nehmen wir mal nicht mit. Waffe weg, Mara! Warte mal, ist das Milton? Du Waffe! Milton! Milton, du? Alles in Ordnung? Oh, mir geht's gut. Aber Torus hat das Auge Innos. Das Auge? Wie ist das passiert? Ich habe es die ganze Zeit mit mir herumgetragen, damit es nicht in die falschen Hände gerät. Torus hat das irgendwie rausbekommen und mich hierher verschleppt. Er wollte, dass ich ihm helfe, es zu korrumpieren. Dann holen wir es uns doch zurück. Nicht jetzt. Oh. Sie benutzen es schon. Ich erkläre dir den Rest später. Jetzt müssen wir erstmal zu Gorn und Lee und uns auf den Schrecken vorbereiten, der uns nun bevorsteht. Na gut, dann los. Woher hat Dingens Torus jetzt das Auge in? Und Milton, woher hattest du hier das? Steht was über Alchemie. Ist doch alles mit dem Schiff verloren gegangen. Interessant. Wir hatten ja alles da auf dem Schiff zurückgelassen. Woher hast du das? So, ich speichere einmal. Hä? Wo sind die Orks hin? Die Wachen? Ich muss ja jetzt mit Milton eigentlich zuerst zu Osh, oder? Okay, wenigstens haben wir Milton wieder gesehen. Wo sind jetzt Lester und Diego? Irgendwo in Varant wahrscheinlich noch immer. Gorn war ja eigentlich in Myrtana geblieben. Genauso wie Laris. Lester und Diego sind ja nach Varant gegangen. Lee und Milton ja nach Nordmar. So, die Heilpflanze nehme ich noch mit. Erstmal zu Osh. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, wenn es nach mir geht, sind das nicht die 5 Freunde, sondern die 7 Freunde, weil Lee und Laris zähle ich mit dazu. Ich zähle wirklich Lee und Laris dazu. Milton, ruh dich etwas aus. Du hast einiges hinter dir. Danke, mein Freund. Okay, ich habe den Feuermagier. Er ist ein alter Freund von mir. Ich habe den Feuermagier. Er ist ein alter Freund von mir. Oh, Innos sei Dank. Los, gehen wir. Okay, aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!